Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich habe gesehen, Dardan hat unveröffentlichte Songs gepostet. Ich dachte mir, komm, lass uns darauf reagieren. Dardan, Creep on Me, Remix Inferno, oh mein Gott. Und wir werden auch sagen, Digga, hätte er das veröffentlichen sollen oder ist okay, dass er es nicht unveröffentlicht, ja, dass er das so gelassen hat. Ich kann kein Deutsch mehr. So, wir starten rein. Ich will dich für mich ganz allein. Komm zu dir, denn es wird langsam Zeit. Denn Baby, du bist so anders als der Rest. Wo anders geht's mir schlecht. Coco, Mama, geh nicht weg. Kickdown, Rotterdam, gleich nach Anschlag. Ich bin auf dem Weg. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Egal, wann ich will dich sehen. Und ich flieg mit. Real Talk, Real Talk jetzt. Das ist so ein nicer Song geworden. Digga, den Song auf einem Album, auf einem Mr. Daddy Album. Der hätte... Ich hab gar nichts auszusetzen dran. Okay, das war Creep on Me Remix. Digga, der Remix hätte so rein, ne? Der Remix war nice. Die Stelle am Ende war doch wild, Digga. Hat mir gefallen, hat mir persönlich gefallen, okay? Okay, wir machen weiter mit... Jetzt kommt wahrscheinlich Inferno, ne? Okay. Ich würde lügen, wenn ich sage, ja, ich trink nicht mehr. Ich denke an früher und ich weiß, sie war die Richtige. Meine Seele ist am Drehen, doch ich bin auf keinen. Okay, das war's schon. War das schon der Song? Ich sag mal so, Digga, Dancehall Beat, nicer Song. Hätte man auch reinpacken können. Ich denk mal, er hat's unveröffentlicht, weil, also nicht veröffentlicht, weil er es nicht gefühlt hat. Oder gibt's da einen bestimmten Grund für? Frag dich nicht, warum ich keine Zeit hab. Frag dich nicht, warum du gerade scheiterst. Überwinde diese Krisen, wurde stärker und reifer. Okay, so ein bisschen schnellerer Song. Aber ich muss sagen, was ich auch nice finde, irgendwie, wenn ein Künstler zeigt, dass er unveröffentlichte Songs hat, das zeigt wirklich, dass er hinter seiner Musik steht. Und für, es muss für ihn 100% einfach stimmen und Qualität muss sein. Wahrscheinlich hat er dann die Songs irgendwie nicht mehr gefühlt nach einer Zeit. Digga, finde ich irgendwie, ist ein zeigt, dass der Künstler wirklich hinter seiner Musik steht. Weiter. Und du sagst, ich schaff es nicht. Genau deswegen mach ich es. Genau deswegen pack ich es. Ganz genau deswegen hast du mich. Wenn ihr wollt, dass ich schweige, müsst ihr mich beerdigen. Und ich hoffe, wenn ich müde bin. Ich hoffe, wenn ich fertig bin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Du siehst mich im Fernsehen, warum bist du so geschockt? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich fühl mich unerreichbar. Was hast du dir hofft? Oh mein Gott, 20. Stock Ausblick, trinke Whisky. Ich muss sagen, dieses. Oh mein Gott, da 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 da. Also, die Melodie, das hat doch Ohrwurmpotenzial, oder findet ihr nicht? Ich finde, das hat Ohrwurmpotenzial. Also, kein Song, wo ich jetzt mir denke, Bro, hat sich das scheiße oder so angehört. Verstehe, warum er das nicht veröffentlicht hat. Gar nicht. So, deswegen. Okay, ich will nochmal diesen Remix mir kurz mal geben, Leute. Diese eine Stelle hier. Jetzt, ne? Junge, das hätte man draufpacken können. Ich muss sagen, ich fühle diese Remix-Stelle gerade voll, weil das ist mal wirklich mal was anderes. So Deutschrap-technisch, wenn ich mir das so anschaue, ist mal was anderes, ist mal sowas anderes. Okay. Schade, 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 aber was ich wieder nice fand, dass wir wenigstens nochmal, ja, einen Ausschnitt der Songs hören konnten. Könnt mal gerne reinschreiben, wie findet ihr Creep on Me Remix, Inferno und oh mein Gott, gibt es einen Song, den ihr nicht fühlt? Oder vielleicht fühlt ihr auch alle nicht? Oder sagt ihr auch so, Digga, alle drei stabile Dinger? Schreibt es mal gerne rein. Das war's, macht's gut, haut rein und abonniert gerne diesen Kanal. Danke für euren Support, macht's gut, haut rein und ciao.